Hello people, willkommen zurück zu Let's Play The Second Reality Project. Okay, Monty's Tower 2, jetzt versuchen wir dieses Level zu schaffen, naja. Letztes Mal war ja immerhin schon ein Midway Point erreicht und damit war ich ja schon zufrieden. Also ich wollte einfach schon wieder ein Part mit doppelter Länge, beziehungsweise Überlänge eigentlich mal lieber vermeiden, von daher, ups. Habe ich das einfach mal so gemacht jetzt. Ach doof, Leute. Warte. Hier kann man sich vielleicht einen Pilz ercheaten. Beziehungsweise nicht ercheaten. Weil ja, man kann sich hier ganz normalen Pilz holen. Man muss hier nichts cheaten. Weil ich glaube schon, dass das so gedacht war. Man musste nur ein bisschen Skill haben. Und diesen Skill hatte ich ja. Hehehe. Okay. Okay, hier kam die Maulwurf-Massenmörder-Brigade. Okay. Okay, das war's schon. Ich dachte, das wären noch mehr Viecher. Sprite Limitation, vielen Dank. Okay, und hier haben wir wieder einen wunderschönen Vanilla-Background, auch wenn die FG-Palette ein bisschen sehr scheiße ist. Aber wahrscheinlich konnte der die hier nicht verändern. Ich meine, es gab doch ein paar Level, in denen er die Palette verändert hatte. Warum dann hier nicht? Naja, ich glaube, das ist auch eine Palette, die es so in SMW irgendwie gibt, weil... In Sigwald 1 hatte ich die auch schon mal gesehen. Weiß nicht, nur haben die meisten Hacker irgendwie verändert. Weil diese Palette schon irgendwie eklig ist, muss man sagen. Selbst ich, der eklige Paletten in der Regel besser ab kann als die meisten anderen, beziehungsweise sogar außergewöhnliche Paletten mag, muss sagen, dass diese Palette nicht schön ist. Ja, es wird mir auch gesagt, dass in meinem eigenen Deck ein paar unschöne Paletten sind, aber ich finde die eigentlich alle ganz okay. Also ich habe zumindest so lange dran rumgearbeitet, bis ich mit denen zufrieden war. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Deshalb habe ich gefragt, in welchen Leveln genau die Paletten nicht okay sind. Und bisher habe ich keine Rückmeldung gekriegt, aber der meinte, dass er mir nochmal detailliert Rückmeldungen später geben würde. Naja. Wow, 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 da ist ein Hammerbruder. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, wir sollen uns mal lieber unsere Federn holen. Dann geht das schon. So Leute, und ich habe natürlich wieder abgespeichert, so wie es sein muss, weil ich habe keinen Bock, die erste Hälfte nochmal zu machen, weil das ist bei mir immer alltäglich. Abspeichern. Nach jedem komischen halben Exit, den ich gemacht habe, abspeichern. Vor allem im Hex wie diesen, Leute. Also in solchen Hardcore-Hex, vor all dem Dingen. Och, fuck, Mama. Wieso muss ich gleich am Anfang schon wieder meine Dinger verlieren? Also, unfair. Richtig, unfair. Möchte ich dazu sagen. Also das ist schon irgendwie beknackt. Sowas beknackt. Wirklich. So. Hallo Pilzi. Och Menno. Oh. Das ist doch blöd hier. Ich meine, es ist wirklich blöd. Maulwürfe, Maulwürfe, Maulwurf-Alarm. So. Ah, genau, wir haben es geschafft. Ich fand das voll cool, dass wir das jetzt geschafft haben und sowas. Okay, da kommt wieder der Maulwurf-Fettsack. Ah. Komm her. Maulwurf-Fettsack Nummer 2, kommen Sie bitte. Dankeschön. Okay, da kam das Viech darunter geeiert. Ich erinnere mich. Weiß ich, aber hier ist das Problem, dass das Scrolling auf ein paar Teile des Levels verdeckt, die man eigentlich schon bräuchte, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch meine stirbt, du Chuck. Ja, dann ist das Hopsen auf diesem Chuck zumindest um einiges einfacher, wenn der andere stirbt. Komm doch mal, Maulwurf. Das wird von der Zeit her irgendwie immer knapp. Oh Gott, das war blöd. Ich weiß. Stirb. Dankeschön. Okay, hier kamen gleich 3000 Viecher. Also hier der Hammerbruder. Den habe ich ja versehentlich mit der Shell weggemacht. Kommt hier eigentlich noch was? Ich würde es begrüßen, wenn hier allmählich mal das Ende ist, weil zu lang sollte es ja immer nicht sein. Aber FBI neigt ja dazu, das relativ lange zu machen. Okay.
Sag mal, wie lange geht das jetzt noch mal im Ernst? Okay, hier kommen jetzt irgendwelche blöden Chuck-Viecher. Nee, es bleibt bei diesen Mega-Moles. Dann ist ja alles okay eigentlich noch. Ha! Hilfe! Oh Gott! Leute, ich bin jetzt ziemlich angespannt. Ich will diesen Mist schaffen, ich will diesen Mist schaffen. Mein Gott, wann kommt denn endlich mal das Ende? Wie viele Milliarden Jahre dauert das denn eigentlich noch? Okay, wetten hier... Oh, ich dachte, ich hatte jetzt irgendwie schon Angst, dass hier die Hälfte irgendwie per Map 16 Edit Fake ist und dann fällt er durch. Dann wäre ich so ausgerastet. Mein Gott, kann man nicht mal das Ende machen? Hallo? Hallo, FBI, haben Sie schon mal was von Ende gehört? Das Wort Ende? Also, das... Ich frage mich jetzt, ob das Wort Ende für ihn ein Fremdwort ist? Und woher soll ich wissen, dass da so ein scheiß Viech noch kommt? Ah, das ist doch zum Kotzen. Oh, mein Gott. Leute, jetzt wisst ihr, warum ich lieber einen neuen Part gemacht habe, statt das noch in den alten reinzustopfen. Der hätte 30 Milliarden Jahre Überlänge. Mal wieder. Leute. Ich werde jetzt nur extrem wenig in einem Part schaffen. Es liegt einfach an der Schwierigkeit dieses Hacks. Okay, probieren wir es nochmal. Jetzt hoffentlich mit etwas mehr Erfolg. Wobei, das ist einfach zu lang, dieser Abschnitt mit diesem Scrolling-Zeug. Weiß nicht. Weiß nicht, wette, ich war schon wieder kurz vorm Ende, weil so lang kann das ja auch nicht gehen. Ich war doch wieder bestimmt 2 Zentimeter vorm Ziel. Also, so wie ich das kenne. Weil ich habe irgendwie immer einen Drang, direkt vorm Ziel zu verrecken. Und das war eben, oder vor Midway Point, wie das ja bei der ersten Hälfte dieses Levels so war. Also, und gerade das, wenn man immer kurz vor dem Ende verreckt, das macht das irgendwie auch nicht nett. Also, das kotzt irgendwie auch mich auch immer am meisten an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's so, dass ich da oft kurz vorm Ziel irgendwie verrecke. Also, wir reden jetzt vom ohne Safe Sets spielen. Mit Safe Sets spielen ist für Loser. Und so was, die keinen Skill haben und sowas, und ich habe Skill. Sagt die LPO2 mag zwar mehr haben, aber ich bin mutig und spiele ohne Safe Stats. Im Gegensatz zu erst eine feige Sau und spielt mit Safe Stats. Ja, nur so, damit dieser Unterschied auch geklärt ist. Nee, Spaß. Aber das lief jetzt mal extrem gut hier. Ich hoffe, das läuft noch besser. Nee, also dieser Mist, der ist wirklich so extrem lang, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. War... So, komm her. Genau so sollte man das hier machen, glaube ich zumindest. Hi, heil, hi, Megamole. Wie geht's denn so? Also mir geht's ganz gut. Okay, und hier hatte ich damals meinen Dingenswumms verloren. Wie heißt das Ding nochmal? Pilz, genau. Ich hatte mein Dingenswumms verloren. Wie ist dieses Dingenswumms? Pilz, der ist auch gut. Okay. Okay, hier kam dann diese Stelle mit diesen komischen Fragezeichenblöcken, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die Shell sollte ich lieber wegschmeißen, weil bei Megamolds sind die eher unvorteilhaft. So, vorsichtig. Precision Jumping. Das war extrem knapp. Ich bin da gerade so am Rand irgendwie stehen geblieben. Habt ihr das gesehen? Oh Gott. Oh Gott, ich frage mich im Ernst, wie lange geht der Mist? Was hat sich FBI dabei gedacht, das 10 Milliarden Jahre lang zu machen? Ja, ich weiß, er wollte den Spieler ärgern, aber trotzdem. Er dachte, der Hack wäre sonst zu einfach. Obwohl, das war ja auch einer der ersten Hacks überhaupt, also... Ja, also die ersten Super Mario World Hacks, die es gab, waren, aua, beim Weiten deutlich schwieriger als das Originalspiel. Warum bin ich da jetzt dann verreckt? Eigentlich bin ich doch gesprungen, oder, aber egal, also manchmal verstehe ich dieses Spiel an sich nicht. Und zweitens,
gibt es ja das Problem, dass dieses Level wirklich extrem lange dauert. Vor allem, weil ich immer wirklich am Ende irgendwie verrecke, habe ich das Gefühl. Ich verrecke wirklich irgendwie immer am Ende. Und das finde ich halt nicht schön, sowas. Okay, ich glaube, eine Feder wäre in diesem Level eigentlich ganz sinnvoll. Ich muss nur halt versuchen, diese Feder bis dahin zu behalten. Und das gelingt mir oft nicht. So. Ja, hallo Maulwürfe. Ach. So, komm her und... Ja, hier muss man sich ducken. Das habe ich ja versäumt. Och, fuck. Mein Gott, ich glaube, da bin ich eben auch verreckt. Könnte das sein? Mein Gott. Zumindest habe ich da beide Federn verloren, weil ich einfach zu spät abgesprungen bin. Ich glaube, das ist halt der springende Punkt hier. So, war. Mario, beinahe wär der blöde Sack schon wieder da runtergerutscht. Okay, zumindest mit einer Feder kann man die Chucks bequemer abmetzeln. So. Aber dich kann man ja nicht abmetzeln, weil... Ich brauche man ja noch, um da drüber zu kommen eigentlich. Ist, wenn man zumindest, wenn man keine Feder hat. Heißt es. So. Hier muss man sich ducken. Das weiß ich noch. Hier muss man sich wirklich ducken. Oh fuck. Oh Menno, spring doch mal hoch, du Blöder. Ach. Das ist doch alles zum Kotzen. Wieso bist du da nicht hochgesprungen? Ich will, dass du deine Feder verhältst, Mario. Ah. Ah. Okay, hier kam die Stelle mit den Fragezeichenblöcken. So. Ach. Doof. Doof. Ah. Ach, das ist doch alles Scheiße. Oh. Oh Gott, ich glaube. Ja, ach. Also ich habe jetzt schon den Überblick verloren, wo ich hier eigentlich bin in diesem Level. Ach. Also, das war diese Stelle mit diesem langen Monty Mole-Dingens. Ich verstehe. Ja. Und was kam jetzt? Wo bin ich denn jetzt genau gestorben? Das würde mich mal jetzt interessieren. So, wo genau denn jetzt? Also hier kam ein neues Viech, ja genau. Und an dem bin ich verreckt, weil ich mit dem nicht gerechnet hätte. Ja genau, ich bin 2 Zentimeter vor dem Ziel verreckt. Leute, das ist unglaublich. Bowser Secret Room. Okay. Was kann man hier denn machen? Das sieht mir sehr nach diesem komischen Crash Landed Castle aus. Ah. Also was gibt's hier denn jetzt eigentlich zu holen? Nix, also ich glaube nicht, dass es hier in diesem Hack das Third Space schon gibt. Also ich glaube das einfach nicht. Okay. Federn und dann probieren wir noch dieses Haus namens Haus Horror irgendwie zu schaffen. Weiß nicht, oder wir forschen auch weiter nach in diesem... im Bowser's Secret Room. Oh Gott. Ja. So, ja, und ich weiß, dass mir die Zeit ausläuft. Verdammt. So, also, dann P-Switch gibt's hier. Okay, was gibt es hier denn noch so Schönes? Huh. Okay, ansonsten gibt's hier nichts. Okay. Also ich bin gespannt, ob es hier wirklich irgendwas gibt, Leute.
Hier kann es keinen Third Space geben. Das ist irreal. Das ist nicht möglich, weil ich dachte, dass im Third Space gibt es nur diese Remakes aus Chaos Complex, meinte ich, oder? Mein Gott, wo ist denn hier jetzt der komische P-Switch? Ist das jetzt nur für diese Münzen? Na gut, lassen wir das. Okay, ich würde hier gerne nochmal reingucken, also. Weiß gar nicht mehr, aua, wie das Level in der Reloaded-Version aussah. Gab's das da überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kann das Level nicht allzu schlimm sein, weil das Zeitlimit sagt zumindest hier, das Level ist relativ kurz, wenn man das mal mit dem anderen vergleicht. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lang gehe, aber es wird wahrscheinlich ein Puzzlegeist aus sein oder irgendwie sowas. Oder so ein... Oder ein Peace Ridge Run Haus, das kann natürlich auch sein. Okay. Ah, diese scheiß verfickten Geister, die keiner ausstehen kann. Ja, na gut. Nächster Part, neues Glück. Okay. Wir sehen uns am nächsten Part. Bis dann. Tschüss.